Er will Trump wieder twittern lassen. US-Milliardär Elon Musk. Der reichste Mann der Welt kauft in diesen Tagen mit Twitter eine der größten Social-Media-Plattformen überhaupt. Mehr Macht, mehr Einfluss und jetzt auch wieder mehr Trump auf dem Kurznachrichtendienst. Denn Elon Musk will den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nach dessen Sperre wieder twittern lassen. Gestern Abend sagt er in einem Video-Interview bei einer Veranstaltung der Financial Times, it was not correct. Das war nicht richtig, Donald Trump dauerhaft zu sperren. Das war ein Fehler. I think it was a morally bad decision, to be clear. Das war moralisch falsch und einfach nur dumm. Wir erinnern uns. Anfang letzten Jahres sperrt Twitter Trumps Konto dauerhaft. Der Grund? Trump behauptet mehrfach, sein Wahlsieg gegen Joe Biden sei ihm durch Betrug gestohlen worden. Seine Anhänger stürmen daraufhin das Kapitol in Washington. Er hegt öffentlich Sympathie für diese Aktion, verspielt damit seinen Twitter-Zugang. Doch er will das rückgängig machen. Der selbsternannte Verfechter der Redefreiheit und vor allem zukünftige Twitter-Chef Elon Musk. Ein entscheidender Schritt, vor allem für Trumps mögliche Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl in 2 Jahren. Der Kampf ums Weiße Haus. Eine Sprecherin hierzu. Es ist die Entscheidung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, wer auf seinen Plattformen zugelassen wird und wer nicht. Die Biden-Regierung will den Schutz der Meinungsfreiheit im ganzen Land sicherstellen. Aber Plattformen im Netz dürfen nicht als Foren für Desinformation genutzt werden.